Hallo Leute, ja, wir sind jetzt hier gerade wieder eingestiegen und ich muss euch gerade schnell dazu nehmen, weil da kommen wenigstens drei auf uns zu. Die müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir die ja in ja schlagen. Ne? Das wird jetzt interessant. Ich sag mal Logo gucken und dann wollen wir hoffen, dass wir den ersten schon nicht killen. So, da kommt schon einer an, aber wir können ja auch mal ein Stück entgegen gehen, oder? Jetzt kommt er die Treppe da, glaube ich, hoch, oder? Ich sehe ihn noch nicht, aber. Wo ist er? Da kommt er. Ich glaube, wir haben schon ziemlich gute Mitstreiter, wie ich gerade gemerkt habe, oder? Wo sind die anderen beiden? Hier sind noch mal drei, okay. Also da ging gerade richtig was ab, würde ich sagen. Ne? Da kam was aus dem Hintergrund geschossen. Okay, da hinten sind sie noch weit, weit weg. Aber einer hängt da hinten wieder rum oder was? Der hat bestimmt einen Bug oder sowas. Okay, aber wir gehen mal in unseren Bereich zurück, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, unsere Pals zur Verteidigung, die, ja, die wären jetzt bestimmt nicht so fit dann, ne? Oh, da ist er schon. Wo ist der nächste? Da. Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass es hier so gut läuft. Und der letzte, kommt der auch noch oder hängt der wirklich fest? Ah, jetzt kommt er vielleicht. Wir bleiben aber hier, weil wir hier die bessere Verteidigung wohl haben. Luftkanone gelernt hat ein Pal, ein Hühnerpal von uns. Interessant. Aber der eine ist jetzt, glaube ich, weg. Kann er sein? Ich glaube, das Ding ist durch. Ja, der hat schon gemerkt, dass seine Kollegen tot sind und hat sich dann verpieselt. Okay, dann weiß ich jetzt gar nicht, was wir gekriegt haben. Loot kann man da irgendwie nicht direkt holen. Vielleicht liegt hier was drin. Ah, hier, 282 Münzen haben wir geholt. Okay. Und Brot gab es wohl auch noch dazu. Und einen von unseren Pals hat es erwischt, oder wie sehe ich das? Kann das sein? Minderwertige Munition haben wir noch gefunden. Okay, ich glaube, wir müssen noch eine Kiste machen. Lass mal gerade gucken. Den einen können wir ja opfern. Und da können wir dann Level up machen, ne? Oder eigene Fertigkeiten verbessern. Geht natürlich auch. Fanggeschwindigkeit. Fanggeschick. Aber ich glaube, das können wir vielleicht gebrauchen. Bei dem blauen hat es ja schon so lange gedauert, oder? Ach so, dafür brauchen wir grünes, dann klappt das natürlich nicht. Dann müssen wir Pals verstärkt machen. Da ging ja dieser hier, ne? Oh, hier schon Level 7 hat er, okay. Aber den würde ich trotzdem dann verstärken wollen. Was hilft das hier? Das ist die Frage, ne? Kann man irgendwo sehen, wie die anderen sind? Steht alles bei 0%. Ah ne, hier rechts sehen wir die Werte. 124 Angriff, 186 Verteidigung sind Arbeitstempo 70. Ja, ich würde trotzdem den Angriff wahrscheinlich. Oder maximale Lebenspunkte. Wo sind die denn bei dem? Eierlegen, Hackordnung, Luftkanone. Ach so, das ist das Level Up. Hier 777, Hunger hat er 100. Ne, ich glaube, ich mache mal hier 3% höher. Das erscheint mir vielleicht ganz cool. Gut. Okay, die sind am Essen. Wir wissen da drin. Nimm das mal gerade raus. Weil ich würde es ganz gerne kochen. Das gibt mehr Wert. Nicht F muss ich drücken und nicht draufhauen, ne? Machen wir gerade die. Ach, sechs Stück haben wir sogar. Ich dachte, das wären nur drei. Aber das geht ja relativ flott. Und dann ist schon wieder dunkel, ne? Dann können wir schon wieder schlafen. Was macht da einer? So, einen noch, dann ist das erledigt. Dann können wir das da reintun. Dann haben die genug zu essen. Vor allem ist es dann mehr wert. Gebratene, gegrillte Beeren sind es, nicht gebratene. So, dann ist schon einer.
Kann ich die anderen drei auch noch schnell machen? Ah, die habe ich gar nicht genommen, ich hält, wa? Dann können wir die da auch noch reintun. Ich habe immer noch drei. Wie sieht mein Level aus, ist die Frage, ne? Ja. Wo ist Nahrung? Da ist Nahrung. Vielleicht sollte ich was essen. Okay, ist noch nicht mal 100% geworden. Ja, 94 reicht, das andere wäre overpowered. Gut, sieht aber gerade so aus, dass wir eine Kiste wollte ich bauen, ne? Die stellen wir noch hier rechts neben oder wo machen wir die hin? Oder davor? Ich weiß nicht. Lass uns mal checken gerade. Materialien haben wir alle. Ich glaube, die stelle ich hier hin. Vielleicht ein bisschen weiter rechts, dann kann man da durchlaufen, ne? Bau die mal schnell. Damit ich das aus meinem Rucksack loswerden kann. Eigentlich können die bauen, weil die da ja Skills für haben, aber in diesem Fall will ich das jetzt selber gerade machen, damit ich nämlich hier was entleeren kann. Ich möchte nämlich das. Ah, stopp, das war falsch. Ich muss öffnen es da. Ich will das da nämlich reintun und die Samen kommen da auch rein. Sollte passend sein. So, dann gehen wir schnell pennen. Okay, das Huhn schläft schon draußen, das ist schon mal schlecht. Das heißt, es kommen nicht alle im Bett. Das ist schlecht. Gut. Ach, nicht Escape drücken. So, die marschieren alle. Die sind auch hungrig, aber da müsste Essen noch drin sein. Sieht so aus. Das bedeutet, jetzt würde ich mal schauen. Ja, wir kommen jetzt hier nicht höher, ne? Oder sind nicht höher gekommen? Ne, das war falsch. V war richtig. Lager 6. Wir müssen immer noch den zerkleinere haben. Und den kriegen wir erst, wenn wir hier 8 haben, ne? Könnte natürlich gucken, ob wenn wir das hier steigern und das hier steigern, ob dann, ne, wird doch nicht frei. Okay, die 2 Punkte haben wir jetzt vertan, aber die müssten wir ja auch neu kriegen, wenn wir den nächsten Pal da kriegen, ne? Und so ein paar brauchen wir noch. Und dieses Eichhörnchen oder was da war, das wäre ja ganz interessant zu kriegen, oder? Laufen wir mal hin. Gibt es hier eigentlich eine Abkürzung irgendwo lang? Ich glaube nicht, ne? Ah doch, hier müsste man lang können, oder? Ist nur die Frage, wie tief geht's runter? Ne, es geht zu tief runter. Da haben wir auch ein Zwischenlager gebaut, aber ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Okay, dann krabbeln wir mal hier hoch. Ja, das letzte Stückchen. Das erste springt er ganz tapfer hoch und dann das letzte Stückchen kracht, kriegt das nicht hin, ne? Gut, schauen wir mal. Pennen die noch? Ne, ne? Ja. Vielleicht sollten wir da noch ein paar von mehr einstellen, aber dann müssen wir auch wieder Betten machen, ne? Und das Einzige, was ich jetzt gerade weiß, ist, was ist ein Bauen neu? Da unten blinkt das. Ach so. Ja. Neues Bauen ist das Schild. Okay, weiß ich noch nichts von. Ne, da ist doch nichts neu bauen, oder? Egal, wir laufen weiter runter. Und gucken mal, was wir da unten noch für ein Tierchen haben. Das Eichhörnchen oder was das war. Ob wir das domestizieren können. Beziehungsweise erstmal einfangen, ne? Was blinkt da so? Was ist das? Wolle. Brauche ich jetzt nicht. Haben wir eine Zucht für. Ja. Ist hier irgendwo was Interessantes? Nein. Was ganz cool wäre, wenn wir hier so einen Schnellreisepunkt hätten, ne? Da unten sind diese Viecher. Wir haben doch irgendwo auch so ein grünes Ding gesehen letztens, oder? In irgendeiner anderen Folge. Wo ist denn das? War das hier irgendwo? Das war vor am Wasser irgendwo. Ne, sehe ich jetzt nicht. Bevor ich da Fallschaden kriege, gehe ich lieber hier lang, ne? Und da sind diese Eichhörnchen. Aber wenn das da. Oh, vier. Vier müsste ich schaffen können, oder? Und ich hoffe, der greift mich dann wahrscheinlich auch an, oder? Ist hier noch was anderes? Wir können erstmal nach diesem Reisepunkt kurz gucken. Okay, was sind das für Tiere? Ich glaube, die tun mir nichts, oder? Oh, der ist aber groß. Da hinten ist ein Schnellreisepunkt. Den gehe ich erstmal holen. Was war das? Nee, das brauche ich. Das ist gut. Das ist doch hier so eine Sphäre.
So, zack, da hinten hin, den Schnellreisepunkt. Der ist mir wichtig, dass ich hier unten schnell hinkomme. Ich glaube, der greift mich nicht an, oder? Und wenn, ist er, glaube ich, zu langsam. Weil dann können wir von da oben nach hier hin ganz schnell reisen. Und da ist noch so, was sind das für Viecher? Keine Ahnung. Was haben die für ein Level, ist vor allem die Frage. 4, den kann ich auch, aber ich mache erstmal hier. Einen Technologiepunkt auch erhalten, sehr gut. So, und dann würde ich mal sagen, wäre es vielleicht nicht schlecht, diese Viecher hier zu. Aber der Squirrel hier, das Eichhörnchen. Aber Stufe 5 ist, da oben war ein Vierer, dann nehme ich lieber einen Vierer, der Fünfer ist mir zu. Halt, stopp, da hinten ist noch sowas. Ich glaube, das ist gut. Und was hat er mehr? Der kann doch bestimmt mir was erzählen, ne? Da oben war doch auch einer, der mir was erzählt. Hey, dich sehe ich hier zum ersten Mal. Du bist wohl von außerhalb. Na, ich habe damit kein Problem. Aber wenn du schon hier gelandet bist, solltest du ein paar Pals ganz für die ersten 10 gefangenen Pals einer Spitze bekommen. Du sogar mehr EP, okay? Je mehr Pals ein Trainer fängt, desto besser wird er hier. Das kannst du haben. Hau rein. Kativa gönnt sich ein Päuschen. Palladium, ach, okay. Aber das wäre jetzt nicht so das, was ich brauche. So, und das kann ich aufheben. Da kann ich mir nämlich jetzt was holen. Da vorne ist noch irgendwas am Leuchten. Was ist das? Auch noch was zum Aufheben. Ah, Notizen eines Schiffsbrüchigen. Okay, das können wir später lesen. Jetzt will ich erst gucken, dass ich Nachschub kriege. Was blinkt da noch? Das sieht auch nicht normal aus. Das ist ein Ei. Zerfurchtes Ei. Ich hoffe, da ist jetzt keiner, der mich hier gleich umhaut, weil ich das geklaut habe. Ah, da hinten ist noch so ein grünes Ding. Komme ich da hin? Großes Wasser dazwischen, ne? Von da kämen wir dahin, aber ich sehe keine Brücke. Wird wohl noch nichts. Aber wir müssen jetzt mal gerade gucken, dass wir. Wo sind diese komischen Pilze? Da unten hüpft einer. Aber das war nicht der Pilz, oder? Wenn das Pilze waren. Was sind das für Viecher? Kann ich da ins Wasser gehen? Die schwimmen. Einfach loslassen war es, ne? Ey, das muss ich noch lernen. Gut, den habe ich. Weiß nicht, wofür der gut ist, aber ich habe ihn. Da ist auch noch einer, aber das ist ein Sechser, den nehmen wir mal nicht. Der war letztes Mal schon so schwer. Ich habe auf jeden Fall eine Sorte anderen jetzt dabei. Jetzt ist nur die Frage, wo sind diese komischen Dinger hingehüpft? Was stand da? Der Pengolett, okay. Welchen Wert hat er da? 5. Da gab es einen mit 4. Ich muss mal gerade weiter gucken. Da oben war noch er. Vielleicht war das einer richtiger. Ich weiß es nicht. Ah, da ist ein Turm. Ich glaube, das ist. Ah, da hüpft doch so einer. Und der hüpft auch gerade passend für mich. Mich irgendwie eingeschleimt, ne? Den habe ich schon mal. Und der wollte auch mit. Sieht so aus. Ah, da ist er auch noch abgehauen, der Himmelhund. Aber den habe ich auch gekriegt. Sehr schön. Das ist ein blauer. Okay, den musste ich wohl irgendwie noch wieder, ne? Länger kriegen, aber ich glaube. Hier ist jetzt nichts von Bedeutung für mich, glaube, oder? Ah, da hinten ist irgendwie was. Das könnte aber ein Ei sein. Da ist auch ein Turm. Oh, wer greift mich da an? Jetzt greift mich der natürlich auch noch an, ne? Ist klar. Shit, ich habe kein Ding mehr. Okay, dann gehen wir hier fort. Das bringt ja hier so nichts. Da oben auf dem Berg war ein Turm. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das der Hauptturm ist. Ist aber jetzt auch jetzt nicht so wichtig. Wir gehen mal zum Schnellreisepunkt erstmal gerade und zurück zur Basis. Weil ich habe jetzt hier gerade keine Möglichkeit, was zu bauen, ne? Ich habe ja keine, ne? Ja.
Ich brauche dafür ja eine Werkbank, um das zu bauen. Ja, um die Ecke wäre zwar was zum Bauen, ne? Da ist ja das Häuschen irgendwo, aber ich mache mal eine Schnellreise gerade zurück zur Basis. Ich will ja auch wissen, was die anderen beiden machen, ne? So, dann können wir, glaube ich, da hinreisen und das war oben bei uns, ne? Auch da kann ich direkt zu unserem. Oh, das ist ja noch geiler, oder? So, das heißt, wir gehen erstmal reparieren schnell. Oder fehlt mir Stoff für zum Reparieren? Okay. Das heißt, wir machen mal bitte einen Stoff hier. Nein, nicht Escape drücken. Technologiebaum. Geht 8. Nein, geht nicht. Ich habe noch kein Level-Up gehabt. Lager verbessern kann ich nicht. Schnellreise. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das von hier geht. Habe ich gar nicht gesehen. Die Option. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Ein zerfurchtes Ei, etwas großmütiges, posiert daran. Lege es zum Ausbrüten in einen Brutkasten. Okay, ich habe noch keinen Brutkasten. Lege es mal da rein. Laub eines Gummos kann zur Herstellung von Kleidung verwendet werden. Okay. Kann aber auch erstmal hier rein. Der Rest ist jetzt hier nicht entscheidend. Wie sieht es mit Essen aus? Okay, aber das brate ich mir erst, dann gibt es mehr Punkte dafür. Und ein Ei machen wir natürlich hier nicht, ne? So, das nicht Escape drücken. Haben die hier was zu essen drin? Ja, aber das 18 Eier haben sie auch noch, okay. Dann nehme ich die gerade mit und packe die hier rein. Ach, das kann man nur nacheinander. Und das Feuer muss repariert werden, wie man gerade sieht. Produktion beginnen, aber das kann ja wer anders machen, ne? Ah, nicht Escape drücken, ey. Ah. So, was macht der hier? Das ist geklärt. Wir brauchen das Dingens hier zum Reparieren unserer Kleidung. Kleidung wieder in Schuss. Da hat einer nicht aufgeräumt hier, ne? Guckt ihr das an, das liegt alles noch hier rum. Diese ganzen Wolle, die ganze Wolle ist, glaube ich, Wolle, ne, oder? Okay, dafür. Ah, wir haben ja die anderen Viecher noch. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir damit klarkommen, ne? Hier wollten wir ran. Wolle war hier schon drin, ne? Naja, 20 Stück darüber und die 5 auch mal hier rüber. Der Rest ist jetzt nicht entscheidend. Die Eierspiegeleier, die gehen da fertig. Wir wollen mal in den Techbaum gucken, beziehungsweise Paldex. Den haben wir schon gesehen. Was kann der? Der Körper dieses Paars besteht aus einer baumharzähnlichen Substanz. Wenn ein Gummus sein Hütchen verliert, fängt er an zu faulen und stirbt schließlich. Aussaat. Genau das brauchen wir. Bärensamen und Gummusbeute hatten wir gekriegt, aber entscheidend ist, dass wir Aussaat haben. Dann brauchen wir uns da nicht mehr drum kümmern und die kümmern sich komplett ums Essen alleine. Das ist doch cool. Warte mal, da muss ich hier aber hin und muss jetzt hier unten einen rausnehmen. Nehme ich, glaube, den mal raus und pack den da rein, ne? So, das heißt, der wird jetzt sofort zum Sehen bitte gehen. Okay, die Essensversorgung ist jetzt komplett erledigt, das ist schon mal gut. Ja, die Spiegeleier braten von alleine. Da haben wir schon wieder was aufgenommen, ne? Pack das da mal rein. Was haben wir hier noch? Paarsaft. Ziemlich nützlich, aber wofür steht da nicht? Leder ist auch klar. Eisdrüse, ein von Paars gewonnen, wird unter anderem zur Herstellung von Eisminen. Also was das? Und das kommt mal in die andere Kiste. Das sieht mir nach speziell ja aus, ne? Aber jetzt haben die das hier alles schon reingepackt, ne? Ja, dann brauchen wir das auch nicht sortieren. Dann lass das mal so. Okay. Erstmal gut. Ey, mach nichts kaputt, wenn ihr hier durch die Gegend läufst, ne? So, Spiegelei geht da rein. Ne, warte mal, das Spiegelei essen wir selber. Das war noch gebratene, gegrillte, ne? Ja. Wie steht's denn mit uns? Ja, wir müssen auch essen. Das reicht noch nicht mal. Ah, da muss ich ein Auge drauf haben, dass ich selber was esse, ne?
So, da können wir erstmal mit leben. Die anderen Eier nehmen wir später mit. So, der macht da hinten klar, das ist schon mal richtig. Der macht aber auch sonst nichts außer Samen sehen, ne? Toller Held. Wir brauchen hier von den Dingern noch welche. Können wir 11 Stück produzieren. Ja, mach. Machen die, aber nicht ich. Gut, das ist erstmal geklärt, würde ich sagen. Sonst Schnellreisen können wir jetzt auch machen. Das ist auch schön, dass man das von hier kann. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das würde bedeuten, wir reisen mal da unten hin, oder? Das war wohl nix, ne? C nochmal. Ah, man kann reinzoomen. Hier sind wir und da haben wir, glaube ich, die Schnellreise angetreten dann. Okay. So. Da sind Hühnchen. Dieses Squirrel haben wir noch nicht gehabt, ne? Oder Eichhörnchen oder was es ist. Da laufen natürlich jetzt zwei rum, ne? Aber. Ach, warte, wir haben keinen mit, ne? Nein, wir haben keine Sphäre mit, dann geht das nicht. Aber wir können ja mal gerade hier um die Ecke gucken, was hier noch so los ist, weil da waren wir, glaube ich, gar nicht rübergelaufen, oder? Und die Viecher da hinten, die habe ich, glaube ich, alle, ne? Ja. Hier ist Wasser. Ist jetzt nichts Bedeutsames hier, oder? Hier war ich überall schon, wo ich den Blauen gefangen habe, ne? Ja, nützt nichts. Haben wir Glück gehabt. Ich habe gedacht, ich falle da gleich schon rein. Machen wir wieder Schnellreise und wir gehen wieder zurück zur Basis. Einfach aus dem Grund, weil wir die Sphären brauchen, um ja irgendwas zu erreichen. Sind die denn fertig? Hat keiner was gemacht, doch einer ist am Arbeiten da dran. 68%. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.